Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Twilight Princess HD. In der letzten Folge hatten wir endlich die nächste Quest gemacht, und zwar im versteckten Dorf. Natürlich haben wir auch das Dokument bekommen, das haben wir natürlich an den Forscher hergegeben. Und plötzlich hat unser Kopierstab magische Kräfte wieder bekommen. Jetzt sind wir nun in der Burg von Eldin, und hier befindet sich natürlich eine Eulenstatue. Okay, dann müssen wir jetzt mal diesen dämlichen Moblin jetzt mal loswerden. Du hörst auf, mit deiner Pfeile zu schießen, mein Freund. So. Aber was bringt es denn das denn jetzt? Ich glaube, ich muss jetzt nach unten bringen. Das ist so eins sicher. So, dann gehen wir mal schnell den ganzen Weg hier runter. Mit einer Statue. Vielleicht müssen wir dort in hochbringen. Da hat er noch nicht den blassen Schimmer, dass wir mit dem Kopierstab jetzt die Sachen bewegen können. Mann, wieder mal so ein scheiß Moblin, der uns wieder mit Pfeilen beschießt. Aua. Zack. Aua. Mit euch, die dreckigen Schweine. So, Double Kill. So, wir müssen jetzt mal nachschauen. Ist da was unten? Ja, anscheinend müssen wir das hier runterbringen. Okay. Mal mit. Okay, da muss ich jetzt etwas weiter rüberbringen. So. Jetzt müssen wir dann drüber springen können. Drüben ist doch etwas, aber ohne einen festen Halt kommen wir nie im Leben über die Schlucht. Denkst du wirklich so? Okay, da muss ich etwas weiter zu mir rüberschieben. So, nochmal. Zweiter Versuch. Na, dritter Versuch, sagt man so. Ich weiß nicht, ob ich wie viel Versuch es jetzt ist. Ja, wir sind jetzt durch. Gut. Und du bist tot. Mal sehen, was hier drin ist.
Ein weiterer Herzteil. Nice. Na gut. Wir wollen jetzt noch weitere Herzteile, die noch möglich sind. Dann haben wir schon bald 15 Herzteile. Das ist mal super. Dann haben wir noch 5 Herzcontainer noch zu finden in der Welt. Also mit dem Sachen haben wir hier schon beendet. Da gibt es noch einen weiteren Statue, und zwar, wo ist das genau? In der Hyrule-Ebene. Hier ist Kakariko. Okay. Hier waren wir schon mal. Also müssen wir dann 2 Sachen machen. Warte, schauen wir mal dort noch rüber. Hier noch. Hier sind noch mehr von diesen Eulenstatuen. Hier ist auch noch eine Eulenstatue. Da ist nichts. Okay, dann heißt es, wir haben noch 3 Eulenstatuen noch zu erfinden. Aber wir werden uns jetzt teleportieren jetzt zum nächsten gelegenen Ort. Zum Kakariko-Tal gibt es noch eins. Und dann gleich bei einer Nähe von Ordon, wo wir natürlich diesen Öllampenverkäufer getroffen haben. So, dann lassen wir jetzt schnell nach oben gehen. Hier ist noch eine Eule. Irgendwo. So, also weiter nördlich von hier, okay. So, dann müssen wir jetzt wieder als Mensch da zurückkommen. Hier komme ich nicht hoch, hä? Really? Hier komme ich nicht hoch, okay. Bin ich wohl wahrscheinlich in die falsche Richtung gekommen. Mein Handy vibriert wie ein Wahnsinniger. Hier ist noch ein weiterer Herzteil, so wie es aussieht. Aha. So. Diese Lösung haben wir schon mal gelöst. Dann können wir jetzt mal ein bisschen an den Herzteilen-Quest jetzt mal fokussieren. Verdammt. Noch einmal. Ich glaube, das werden jetzt nur noch die hier restlichen Herzteile sein, die wir noch finden können. Okay. Da muss ich jetzt einmal... Ach, come on. Warum geht es nicht? Na bitte. Na komm. Mindestens so kann ich auch bewegen, gegen die Wand zu laufen. Da bewegt sich auch die Eulenstatue. Auch sehr nice. So. Damit haben wir jetzt unseren nächsten Herzteil ergattert, meine lieben Freunde. So. Das müsste der nächste Herzteil sein. Oh, nein, ein hylianischer Stempel. Kleiner Fehler. Unterlaufen. Na gut. Mal sehen, wo wir jetzt noch teleportieren können.
So. Hier waren wir schon mal. Hier ist nur der Teleportpunkt, wo ich gewesen war. Wir gehen jetzt zum Phironenwald. Da ist ja der nächste Eulenstatue, wo wir diesen Lampentypen getroffen haben. Erinnert ihr euch noch daran, damals? Da konnten wir dann nur die Eulenstatue hier finden. Hier ist nur die Quelle, die brauchen wir nicht einmal übergehen. Zum Glück, die fleischfressenden Pflanzen sind ja nicht mehr zu sehen. Als das letzte Mal. Hier müssen wir natürlich bombardieren. Die haben wir schon letztes Mal gemacht. Und hier müsste natürlich eine Statue sein. Zum Beispiel hier. So. Dann bringen wir jetzt mal die Statue in Bewegung. Die nächste Statue. Das müsste jetzt einen neuen Weg freimachen. So. Und da müssen wir jetzt als Wolfling jetzt mal hochkommen. Es gibt ja natürlich insgesamt 45 Herzteile im Spiel, also... Die restlichen werden wir erst sicherlich dann machen, sobald wir dann den zweiten Greifhaken haben. Na gut, dann gehen wir jetzt mal dort raus. Und hier befindet sich der nächste Herzteil. Einer fehlt uns noch, dann haben wir 15 Herzcontainer. Wir sind dann sehr gut vorbereitet für das Finale. Also für den vorletzten Dungeon, by the way. So, haben wir dort noch was hier versteckt? Nee. Da ist definitiv nichts, ich bin mir sicher. Na gut. Mal sehen, was wir jetzt noch machen können. Hier ist jetzt nichts mehr zu tun. Hier auch nichts. Okay, da gibt es zwei von diesen Dingen. Und in Gerudo-Wüste gibt es einen. Okay, diese zwei Sachen werden wir noch erledigen heute. Also teleportieren wir uns wieder. Damit wir die Wanderung ein bisschen ersparen können. So, wir gehen jetzt mal dort lang. Westen von Stadt Hyrule. So. Dann gehen wir mal zu diesem Ort rum. Aha, da ist tatsächlich eine Eulenstatue. Wie ich mir das schon geahnt habe. Danke für den Rubin, das habe ich gerne gebraucht. Und da ist wieder so ein... Oh Mann. Warte. Wir müssen jetzt zwei Gegner fertig machen. Als erstes. So. Na bitte. Geht doch. Jetzt sind wir mal die Gegner los.
falscher Knopf. So. Dann bringen wir mal jetzt die Statue mal in Bewegung. Na bitte. Haben wir es schon mal geschafft. Die Musik ist irgendwie so entspannt in der Nacht. Aber ich glaube, es ist jetzt eh schon wieder Tag, sehe ich schon jetzt hier drüben. Im Horizont. Hier haben wir nur 100 Rubine. Auch nicht so schlecht. So, der nächste befindet sich hier unten. Okay. An der Brücke. So. Dann lass uns jetzt schnell darüber rennen. So. Ich weiß jetzt, viele Leute sind nicht so sehr interessiert an das Let's Play von mir, von Twilight Princess HD mehr, wie beim Vergleich zu Pokémon, aber ich glaube, ich werde damit Zelda bald Pause machen. Aber jetzt Scarlet Sword, HD wird es natürlich eine Ausnahme sein. Wenn ich irgendwie mehr Bock habe, das durchzuziehen. Aber da, ich glaube, da gibt es noch etwas, wo wir mit den Kreiseln hochfahren kann. Ja, da sind ein paar Schienen, das seht ihr schon selbst. Das müssen wir noch machen. Ja, genau, da gibt es noch ein Herzteil. Wenn wir das schaffen. Nee, ich will den jetzt nicht bewerfen, das hier mit dem Stab. Okay. Hier sind noch ein paar Rubine. Nice. Ach, fuck. Ich wollte natürlich abspringen. Nein, nicht da lang. Spiel. So, jetzt ist wieder morgen. Ah, fuck you. Mann. Du stirbst! So. Wir mal wieder neu anfangen. Zweiter Versuch. Oder nächster Versuch. Ich glaube, wir werden noch die restlichen Eulenstatuen noch im nächsten Part holen. Vorerst will ich jetzt natürlich jetzt noch das nächste Herzteil gönnen, damit wir 15 Herzcontainer haben. Also muss ich jetzt mal schön konzentrieren, Leute. Wir müssen richtig timen. Nein, Alter, jetzt hab ich verkackt. Verdammte Kackscheiße, ey. So. So, nächster Versuch. Ich muss jetzt richtig nachdenken jetzt. Alter, wieso geht es jetzt nicht? Hä? Ich hab doch jetzt richtig geklickt. Was denn? Really? Like, really? Dann bin
Wenigstens kann ich jetzt viel schneller wieder rüberkommen. Wo gehst du denn hin, Link? Scheiß Gamepad, ey. Nein! Fick dich! Geh doch mal rüber! Mann, ey! Mach doch mal was richtig! Mensch! Bist du etwas so behindert oder bist du aus der Sonderschule rausgekommen, Link? Verdammt, macht sie nicht mal rechts, der Kackte! Mann, wie soll man da reagieren, bitte, wenn er so schnell geht, der Affe? Diese scheiß Schiene, ey. Dass man nicht bremsen kann, ist ja echt noch mal behindert. Komm. Wie soll ich mal das denn schaffen, bitte? Wie denn? Dass es 100% zu schaffen, ist doch echt unmöglich, ey. Okay, ich mache jetzt 3 Versuche, ansonsten mache ich das dann offscreen, Leute. Ich Volldepp! Ich hätte wirklich in der linken, rechten Seite bleiben sollen. Ich Volldepp! Okay, zweiter Versuch, vorletzter Versuch. Ansonsten mache ich das offscreen. Natürlich, natürlich. Du scheiß Kackliana, ey, Alter. Machst du mal endlich mal das richtig? Ich weiß nicht wieso. Diese Schienen sind einfach nur behindert. Letzter Versuch. Das war ja ganz knapp, verdammt eine Scheiße. Nein. Warum denn ich? Oh, Alter, leck mich doch fett auf den Anus. Das kann doch nicht wahr sein. Was denn? Warum bringt der dieser Scheiß-Dinge nicht drauf? Nein! Warum muss ich jetzt immer wieder machen, ey? Ich krieg schon jetzt Aggression wieder heute. Es ist ja echt köstlich, diese Folge. Okay, ich habe gesagt, es war der letzte Versuch, aber jetzt scheiße ich drauf. Ich mache jetzt so lange weiter, bis ich dann wahrscheinlich keine Festplatte vollständig habe, ey. Okay, jetzt diesmal letzter Versuch. Einmal. Ich hoffe, deine ganze Familie kriegt AIDS, du Scheißspiel. Was reg mich das auf? Ich habe auf Y gedrückt. Warum geht er nicht nach links? Oder nach rechts, diese verdammte Liana. Das darf doch nicht wahr sein. Nichts, oh nein, ich habe nichts gegen, es ist nichts bei Rassismus bei Julianern. Oh, ich rede jetzt so viel Scheiße, aber mir doch egal. Nein, verdammte Kackscheiße hier. So, jetzt habe ich genug. Ey, so, jetzt reicht's. Also muss ich schnell reagieren, Leute. Also ich werde dann mal hier schnell einen Schnitt machen, bis ich dann den Herzteil habe. Also bis gleich. Meine Güte. Nee. Nee, Leute, wisst ihr was? Ich lasse jetzt mit dem Herzteil für eine gewisse Zeit. Ich muss ein bisschen mehr proben. Ich habe 100-mal versucht, hier hochzukommen. Ohne Erfolg. Anscheinend komme ich da nie hoch. Zum nächsten Herzteil. Ich glaube, ich werde es lieber offscreen machen, die Rest der Zeit. Nach dieser Aufnahme mache ich dann Schluss für heute.
So, wir gehen jetzt noch bis zur nächsten Eule. Statue und dann machen wir heute Schluss. Müsste hier irgendetwas sein. Ich weiß aber nicht, was. Warte. Ah! Die Statue befindet sich hier drüben. Wieder solche Skelettenwölfe. Na gut, wir machen es in der nächsten Folge, Leute, dann machen wir dann weiter mit den ganzen Eulenstatuen. Also, falls euch dieser Part gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Glocke aktivieren nicht zu vergessen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Also, falls euch der Part gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren und die Glocke aktivieren nicht zu vergessen, damit ihr immer up to date seid. Die Let's Plays kommen immer 15 Uhr. Bis dann und ciao, euer Red Pocketendo.